Der frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder, SPD, hat den Deutschen Bundestag verklagt. Er möchte die Altkanzlerrechte wieder zurück, die ihm im Mai gestrichen worden waren. Die Finanzierung eines Büros in Berlin inklusive Mitarbeitern. Vergangenes Jahr kostete das den Steuerzahler über 400.000 Euro. Der Haushaltsausschuss begründete den Entzug dieser Rechte damit, dass Schröder seinen aus dem Amt nachwirkenden Dienstpflichten nicht mehr nachkäme. Schröders Anwalt wiederum rechtfertigt die Klage damit, dass der Begriff nachwirkende Dienstpflichten nicht ausreichend definiert sei. Außerdem sei die Entscheidung politisch motiviert. Der Sozialdemokrat steht wegen seiner engen Verbindung zum russischen Präsidenten Putin und wegen seines Engagements für russische Energiefirmen in der Kritik. Schröders Ruhegehalt und sein Personenschutz blieben unangetastet. Und über diese Klage spreche ich jetzt mit Joachim Wieland, Professor für öffentliches Recht an der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer. Willkommen, Dr. Wieland. Ja, herzlich willkommen. Welche Chancen hat Schröder mit seiner Klage vor dem Berliner Verwaltungsgericht Ihrer Meinung nach? Nach meiner Meinung sind die Chancen sehr gering, weil die Amtsausstattung, die Altbundeskanzlern gewährt wird, also das Büro und Mitarbeiter, praktisch eine Gabe des Staates sind. Der Staat sagt, das ist für uns nützlich, wenn unsere früheren Bundeskanzlerinnen und Bundeskanzler weiter für uns tätig sind. Und darum unterstützen wir sie, indem wir ihnen Büroräume zur Verfügung stellen und indem wir ihnen auch ihre Mitarbeiter finanzieren. Aber darauf hat ein Altkanzler keinen Anspruch. Es gibt kein Gesetz, was sagt, wer früher Bundeskanzler war, muss nach seiner Amtszeit ein Büro und Mitarbeiter bekommen, sondern das kann der Bundestag frei entscheiden. Der Verfassungsrechtler und frühere Bundesverteidigungsminister Rupert Scholz von der CDU attestiert ihm dagegen gute Chancen, also Schröder, für diese Klage. Fällt das so ein bisschen unter den Spruch, zwei Juristen, drei Meinungen? Natürlich kann man den Ausgang eines Prozesses nie genau vorhersehen. Ich sehe das anders als der Kollege Scholz, der ja auch Staatsrechtslehrer ist und sicher schon weiß, warum er zu seiner Meinung gekommen ist. Aber ich sehe einen deutlichen Unterschied zwischen den Ruhestandsbezügen, also dem Geld, was der Altbundeskanzler Schröder erlangt. Das ist im Bundesministergesetz geregelt. Darauf hat er einen Anspruch. Das kann man ihm nicht wegnehmen und dafür braucht er auch nichts weiter zu tun. Und auch der Personenschutz ist im Interesse des Staates. Frühere Bundeskanzler sollen nicht angegriffen werden. Es soll kein Attentat auf sie verübt werden. Und darum sagt der Staat, er sorgt weiter für ihren persönlichen Schutz. Das ist aber anders mit der Amtsausstattung, mit den Räumen und mit dem Personal. Hier gilt auch der Grundsatz der Sparsamkeit und der Wirtschaftlichkeit, der jedes Handeln der öffentlichen Verwaltung bestimmt. Das heißt, man darf Geld des Steuerzahlers nicht einfach zum Fenster hinauswerfen und für etwas verwenden, wo eigentlich kein öffentliches Interesse mehr besteht. Und wenn der Haushaltsausschuss des Bundestages... Ja, sprechen Sie ruhig zu Ende. Ich habe die Frage, kommt gleich noch. Wenn der Haushaltsausschuss des Bundestages der Auffassung ist, er sieht nicht mehr, was der Altbundeskanzler Schröder noch an Tätigkeiten vornimmt, die im Interesse der Bundesrepublik Deutschland sind, dann braucht er eben diese Amtsausstattung nicht weiter zu gewähren. Ist das nicht genau aber auch der Kasus Knactus? Denn die Ampelkoalition, der Haushaltsausschuss, hat ja gerade erst neu geregelt, dass das so sei, nämlich im Mai. Darf das denn auch rückwirkend gelten? Gilt da nicht ein Vertrauensschutz? Ich glaube nicht, dass ein Vertrauensschutz gilt, weil das Vertrauensschutz setzt eine Rechtsposition voraus. Wenn ich ein bestimmtes Recht von der Rechtsordnung zugebilligt bekommen habe, dann kann ich auch darauf vertrauen, dass mir das nicht rückwirkend wieder entzogen wird. Wenn ich aber nur Begünstigter einer staatlichen Regelung bin, wenn ich also den Nutzen zwar davon habe, aber keinen Rechtsanspruch darauf, dann steht das stets unter dem Vorbehalt, dass das auch wieder anders beurteilt werden kann. Und ich sehe keine Grundlage für einen Vertrauensschutz, sondern ich sehe mehr rechtliche Zwänge, das Geld des Steuerzahlers vernünftig auszugeben und nicht einfach im Zweifel zu sagen, okay, das zahlen wir weiter, vielleicht hilft es ja doch zu irgendetwas.
sondern der Haushaltsausschuss ist schon verpflichtet, sorgfältig immer wieder zu prüfen, ob die Voraussetzungen für die Amtsausstattung noch vorliegen. Wenn ich das richtig verstehe, hat ja nimmt quasi der Anwalt von Herrn Schröder das Argument, was Sie gerade gebracht haben, auf, nur benutzt es andersrum. Er sagt, es gibt kein Gesetz, auf das sich der Haushaltsausschuss beruhen kann. Es ist einfach eine Entscheidung, die so ein bisschen im luftleeren Raum steht. Und das sei Gutdünken. Und gerade weil es kein Gesetz gäbe, wo der Haushaltsausschuss sagen kann, hier, dieses Gesetz verhindert das. Und auch die Begründung, rückwirkende Dienstpflichten wahrgenommen sei quasi löchrig, zu weich, würde nirgendwo vernünftig definiert, sodass sich auch Herr Schröder daran hätte halten können. Also er benutzt das, was Sie sagen, genau andersrum. Es gibt gar keine gesetzliche Grundlage, ihm das zu entziehen, wenn es erstmal da ist. Das stimmt. Als Anwalt hätte ich einen solchen Weg vielleicht auch versucht. Aber aus meiner Sicht ist entscheidend, dass praktisch ein Rechtsgrund da sein muss, um öffentliche Gelder auszugeben. Und nicht, dass gewissermaßen der Staat sich rechtfertigen muss, wenn er bestimmte Gelder oder bestimmte Personalausstattung nicht mehr zur Verfügung stellt. Das gilt jedenfalls dann, wenn es keinen Rechtsanspruch darauf gibt. Und das scheint mir hier genau der springende Punkt zu sein. Und darüber kommt auch die Argumentation des Anwalts nicht hinweg. Der Altbundeskanzler hat kein eigenes Recht auf eine Amtsausstattung. Das wirkt auf mich ehrlich gesagt so ein bisschen wie so eine Lex Schröder, auch wenn es keine Lex ist, wie wir gerade gesehen haben. Denn es gab ja schon diverse Altkanzler vor ihm. Die haben das, wenn man bei Adenauer anfängt, da hat die Partei, die CDU, sein Büro nach der Kanzlerschaft noch finanziert. Erst 2012 hat der Haushaltsausschuss überhaupt definitiv geregelt, was denn genau den Altkanzlern zusteht. Das heißt, bei den Alten hat man ja offenbar auch nicht so genau drauf geguckt. Und jetzt auf einmal bei Schröder. Schwingt da nicht mit, dass es eigentlich politisch motiviert ist, wegen seiner Verbindung zu Putin? Darf man das? Faktisch würde ich auch sagen, das hat sicher mit seiner Verbindung zu Putin zu tun. Aber als Jurist brauche ich ja nur die rechtlichen Fragen zu beantworten. Und da ist es sicher richtig, dass man dazu übergegangen ist, diese Amtsausstattung gesetzlich im Haushalt zu regeln, damit man wenigstens eine Grundlage dafür hat. Man könnte auch ohne weiteres darüber nachdenken, das in einem materiellen Gesetz zu regeln, also die Voraussetzungen genau festzulegen und dann auch einen Rechtsanspruch darauf zu geben. Aber das hat man bisher nicht getan. Und dass man das nicht getan hat, ist völlig im Ermessen des Haushaltsgesetzgebers, der wie bei anderen Subventionen auch entscheiden kann, ob er mit Geld und Amtsausstattung alte Bundeskanzler unterstützt. Wenn der Staat bestimmte kulturelle Ereignisse unterstützt, wenn er den Sport unterstützt, ist das genauso. Das kann der Staat frei entscheiden, aber ein Spitzensportler hat keinen Anspruch darauf, dass er eine Förderung des Staates weiterhin erhält, wenn der Staat der Auffassung ist, das nützt uns nichts mehr, wenn etwa entsprechende Leistungen nicht mehr gebracht werden. Aha. Das braucht nicht gesetzlich geregelt zu werden, das kann aber gesetzlich geregelt werden und es würde sicher mehr Rechtsklarheit bringen, wenn man das gesetzlich regeln würde. Das hat man bisher nicht getan. Das ist Fassung vereinbar. Aber man hätte es natürlich tun können oder man könnte es tun, um für die Zukunft mehr Klarheit zu haben. Der Parteiausschluss aus der SPD wurde ja abgelehnt von Schröders Unterbezirk, SPD-Unterbezirk Hannover. Könnte das dann doch ein Indiz dafür sein, dass er auch mit der Klage Erfolg haben könnte? Ich glaube, die beiden Punkte muss man deutlich unterscheiden. Ein Parteiausschluss ist nicht leicht zu vollziehen, weil die Parteien an der politischen Willensbildung mitwirken und jedes Parteimitglied soll die Möglichkeit haben, seine Auffassungen zu vertreten, auch wenn das mit der Spitze der Partei so nicht übereinstimmt. Und darum ist diese Position rechtlich besonders geschützt. Die Amtsausstattung von Altbundeskanzlern, darüber kann man dagegen durchaus diskutieren. Man könnte auch völlig darauf verzichten und sagen, jeder, der noch ein Ruhestandsgehalt kriegt und sich für die Bundesrepublik Deutschland einsetzen will, tut das gewissermaßen auf eigene Rechnung. Er tut ja auch was für sein eigenes Ansehen. Also man muss eine solche Amtsausstattung nicht gewähren und nicht regeln. Wenn man es aber tut,
dann ist man frei zu geben und es wieder wegzunehmen. Lösen wir uns mal ein bisschen von Schröder speziell und schauen wir mal genau hin, was denn eigentlich Ex-Regierungschefs und Chefinnen zusteht. Also erstmal das Ruhegehalt. Das bemisst sich ja nach verschiedenen Kriterien. Zugehörigkeit zum Bundestag, wenn das der Fall war als Abgeordneter, wenn Sie Minister waren, das Ministergesetz, Sie haben das schon erwähnt, und natürlich auch dann das Bundeskanzleramt und die Dauer. Schröder bekommt daraus so ungefähr 8.300 Euro Rente, Ruhegehalt monatlich. Angela Merkel, weil sie nun sehr, sehr lange Kanzlerin war, bekommt sogar 15.000 Euro pro Monat. Es gibt Personenschutz, haben Sie auch erwähnt, und Büroräume, Ausstattung, Mitarbeiter, bis jetzt 9, das soll auf 5 reduziert werden. Das ist eine ganz schöne Menge. Tun die Ex-Bundeskanzler generell genug für so viel Ausstattung und Geld? Also für Deutschland genug? Ja. Das ist ja der entscheidende Gesichtspunkt. Tun Sie wirklich genug für Deutschland? Und ich hätte etwa, wenn man sagt, 9 Mitarbeiterstellen werden finanziert, so meine Zweifel, ob man das wirklich rechtfertigen kann. Andererseits, wenn man noch so jung aus dem Amt geschieden ist wie Frau Merkel, dann scheint es mir schon nahe zu liegen, dass sie sich in gewisser Weise auch für Deutschland noch weiter einsetzt, dass sie angesprochen wird von anderen Staatsoberhäuptern oder anderen Regierungsmitgliedern. Und dass man insgesamt sagt, das ist förderungswürdig, halte ich für gut vertretbar. Aber da kann man strenger oder weniger streng sein. Es ist jedenfalls keineswegs zwingend. Und ein Beamter, der in den Ruhestand eintritt, erhält ja vom Staat auch keine Amtsausstattung mehr, kein Büro, keine Sekretärin, auch wenn es ein hoher Beamter war, sodass man wirklich sagen muss, diese Amtsausstattung der Altbundeskanzler ist eine Ausnahme. Und Ausnahmen sollten Juristen immer eng auslegen und sagen, gerade weil es hier um Geld des Steuerzahlers geht, müssen wir doch genau darauf achten, dass das auch nicht leichtfertig ausgegeben wird, sondern dass wir eine Gegenleistung bekommen. Und wie groß die Gegenleistung ist, das kann der Haushaltsausschuss entscheiden. Wie geht das jetzt weiter in diesem Klageverfahren juristisch? Die Klage wird dem Bundestag zugestellt werden. Der Bundestag wird einen Prozessbevollmächtigten ernennen und wird dann auf diese Klage erwidern und wird begründen, warum aus seiner Sicht die Amtsausstattung nicht weiter gewährt werden muss. Dann wird das Verwaltungsgericht entscheiden, entweder der Klage stattgeben oder der Klage ablehnen. Und vermutlich wird auch die Möglichkeit der Berufung eingeräumt, weil es ja eine grundsätzliche Frage ist. Dann kann man sich ans Oberverwaltungsgericht wenden. Und wenn man meint, es ist immer noch nicht rechtlich alles in Ordnung nach der Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts, kann man auch versuchen, nochmal das Bundesverwaltungsgericht einzuschalten. Das ist also ein langer Rechtsweg. Und wir können nicht erwarten, dass wir schon in Kürze rechtliche Klarheit haben werden. Das hat ja ein bisschen was Amüsantes, ne? Also etwas entsteht quasi, Gott, der Adenauer war so lange Bundeskanzler, hat Deutschland quasi aus dem Schutt des Nachkriegs wieder zur Blüte verholfen, um das mal so ein bisschen blumig auszudrucken. Naja, dann bleibt er halt noch ein bisschen da, kriegt ein Büro, finanziert dem die Partei, dann hat man das bei dem einen angefangen, dann finanziert er, dann läuft das so ein bisschen weiter, so naja, irgendwie macht man halt so, machen wir halt immer weiter. Und auf einmal knallt's richtig und jetzt muss das Ganze unter Umständen dann wirklich gesetzlich sauber geregelt werden. Ich würde gerne noch mal einen Blick über Deutschland hinauswerfen und diese Auseinandersetzung. Es gibt ja auch, und Sie juristisch danach fragen, es gibt im EU-Parlament, in der Europäischen Union im Parlament, Forderungen, Schröder auf die EU-Sanktionsliste gegen Russland zu setzen, wegen seiner engen Verknüpfung, wirtschaftlich und freundschaftlich. Dann könnten seine Vermögenswerte laut Sanktionsgesetz oder Liste eingefroren werden. Wäre das für Sie juristisch vorstellbar? Das ist juristisch nicht völlig ausgeschlossen. Ich denke aber, man sollte sich sehr gut überlegen, ob man diesen Weg geht. Weil doch leicht der Eindruck entsteht, hier wird jemand abgestraft, der sich missliebig gemacht hat. Und ob das wirklich hinreichend begründet ist, es kann ja immer noch sein, wer weiß, wie sich die Dinge weiterentwickeln, dass man auf die Kontakte Schröders zu Putin noch angewiesen ist. Und ich würde diese Tür nicht zuschlagen. Juristisch ist es nicht völlig ausgeschlossen, aber politisch wäre es aus meiner Sicht unklug. Vielen Dank, Herr Wieland. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Gerne. War mir ein Vergnügen.